Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr könnt es am Titel schon entnehmen, aber ich will eine kurze Story hinzufügen. Ich hatte einfach wirklich überhaupt keine Videoidee. Null, nada, niente. Und ich wollte schon immer mal eigentlich ein Video machen, wo ich Männerperücken trage, ne? Also kaufe, so verschiedene einfach, habe ich ja noch nie gemacht, irgendwie so eine Männerperücke getragen. Deswegen habe ich danach geguckt und als erstes wurde mir das hier einfach angezeigt. Deswegen würde ich sagen, wir legen einfach gleich mit diesem komplett sinnlosen Video los und probieren ein paar Schnurrbärte aus. Das Ganze kam heute an und you know, look at this quality. Das sieht eigentlich mehr oder weniger nur aus wie billiger Filz, aber ich habe meinen Spiegel bereit und ja, wir testen heute ein paar Schnurrbärte aus. So dumm einfach. Aber hey, ich bin ehrlich, ich habe keine Idee mehr. Und das Ganze müssen, glaube ich, 36 Stück sein. Es hätte auch noch 51 Stück gegeben, die einen Euro mehr gekostet hätten. Aber ich dachte mir dann letztendlich so, hey, der Euro ist mir dann doch ein bisschen zu schade. Okay. Oh, okay. Ich frage mich gerade echt selbst hier so, was machst du bitte hier für eine Scheiße? Vor allem, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Mit welchen könnten wir am besten starten? Ich finde, das hier sind schon die heftigen. Die heben wir uns am besten zum Schluss auf. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal hier diese zwei einzelnen. Also hier sind so einzelne, die man hier so außen tragen kann. Das fällt schon alles runter. Geil. Kleben die schon. Nicht, dass man hier eigentlich so Kleber brauchen würde, dass man dies anmachen kann. Kann doch nicht sein, oder? Nach gefühlt 10 Stunden habe ich es dann auch mal geschafft. Ich würde sagen, wir kleben uns den Bart jetzt einfach mal an. Oh, hi! Ich würde sagen, das war einfach ein ganz schlechter Start und wir kommen auch schon zum nächsten. Ich glaube, ich würde voll gern hier so einen weißen mal ausprobieren, weil, you know, white hair oder so gut wie white hair. Ich hab's, oh, ich hab's an der Lippe kleben. Aua. Oh Gott, das hält bei mir nicht so. Ich hätte wahrscheinlich den Bart wegmachen müssen, wollte ich aber jetzt auch nicht. Okay, come through. Wow, sollte ich, was meint ihr, soll ich mir mal sowas stehen lassen? Es hält halt wirklich null, gar nicht. Next. Ich glaube, ich will jetzt hier diesen Buschen ausprobieren. Also, ja, Buschen. Ich weiß nicht, geht es nur mir so, aber manchmal kommt es echt so vor, wenn ich so eine Arbeit hier machen muss, dann juckt es mich direkt unter meinen Fingernägeln. I promise. Was ist mein Bier? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Soll ich mir es wo einmal stehen lassen? Oh, wow. Oh, yes. Yes, come through, Bart. Come through. Ich schäme mich eigentlich für nichts. Aber für das schäme ich mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich nehme jetzt den hier. Der war eigentlich ähnlich, nur nicht ganz so bougie. Täuscht mich das? Oder sitzen die irgendwie alle immer so ein bisschen hyper? Das wäre so richtig mittig. Was meint ihr, würde mir sowas stehen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich find's echt eklig. Ich will hier so einen ausprobieren, weil der geht dann ein bisschen weiter runter, sehe ich gerade. Wird bestimmt auch witzig. Oh, yes. Das ist der Günther. Der Günther ist da. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, welchen Bart ich mir mal so stehen lassen soll. Sieht das wenigstens, wow, von weit weg sieht's vielleicht sogar besser aus. Ja, es kommt zurück, Günther, kommt zurück, ja, so. Jetzt will ich hier unbedingt mal noch so einen testen, denn ich glaube, so einer könnte auch witzig werden. Wow, und wisst ihr, was heute ist? Also nur so, by the way, wenn ihr das hier seht, bin ich gerade in Berlin auf ein Lollapalooza-Festival
Und es steht genau eine Billie Eilish auf der Bühne. Ich finde das so heavy, dass ich sie endlich sehen kann. Vielleicht gehe ich ja auch so aufs Lollapalooza, wer weiß. Oh, ich bin's, der Herbert. Baguette, Baguette, Croissant. Wow, ich fühl voll die verschiedenen Werte. Wow. Wie konnte es nur so weit kommen? Oh mein Gott, Burnout-Level des Todes. Ich würde dann mal sagen, wenn wir jetzt schon an so einem Punkt sind, wir könnten ja echt mal so einen hier ausprobieren. Ich glaube, ich nehme erst den blonden, weil ich glaube, der schwarze, das wird mega das Highlight. Oh mein fucking Gott, das geht mit mir ab. Oh mein Gott, wie sieht's ohne... Oh, das wird... so schlecht aussehen, oder? Jetzt, wenn ich hier eine Seite noch blau hätte. Stell dir vor, so sieht hier so richtig gut aus, oder? Ohne blau. Wenn ich hier die Seite noch blau machen würde, das wäre doch mega der Hingucker. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meine Monobraue wieder hinbekomme. Oh ja, yes. Mono, yes. Ist das nicht gerade eher aktuell mega in, so ein bisschen Mono zu gehen? Kennt ihr diese Momente, wenn ihr euch selbst anguckt und euch einfach nur denkt so, was mache ich hier gerade? Oh mein Gott. Okay, next one, I think. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach zum letzten, weil ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Nerven mehr. Ich glaube, wir haben gefühlt eh alles ausprobiert. Und jetzt kommen wir zu diesem schwarzen hier, zu diesem... Oh yes. Oh, yes, that is the right one. I feel it. I really... Do you know, or do you believe it, but that's the real me? So würde ich... Oh, yes, ich fühle es gerade. Können wir bitte ein bisschen Britney machen? So, you better work, bitch. Machen wir jetzt hier noch so fette Koteletten. Oh my god, that was a brilliant idea. Wow, würde man an Dummheit sterben? Ich würde wenigstens noch leben. Oh. Beauty Shots. Wie machen das die immer? Nee, so. Oder so. Ich will noch mehr irgendwie. Ich fühle es gerade echt. Nehmen wir einfach den Scheiß drauf, weil you know, wir können es. Wir sehen gut aus, wir sind fabulous, wir sind Beauties. Hot and dangerous. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen mit dem Video aufhören. Irgendwie, ich schäme mich gerade für mich selbst, so weit sind wir. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für ein Look euch am besten gefallen hat. Ich fühle das hier. Also, I really feel it. That's wow. Oh mein Gott, was mache ich hier? Für sowas sollte ich eigentlich Millionär sein, dass ich das hier so online stelle. Hi. Schreibt mich gerne an, wenn ihr auch so natürliche Bärte haben wollt, wie ich. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Nehmt es nicht zu ernst. Das sollte einfach gerade so ein bisschen Unterhaltung sein. Und zur Unterhaltung natürlich dienen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich würde dann mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt mir gerne mal auch ein paar Videoideen in die Kommentare. Ich bin echt aktuell so ein bisschen durch in meinem Schädel. Ja. Ich hat's mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Mir wird's mega viel bedeuten, wenn ihr mich abonnieren würdet, die es vielleicht noch nicht getan habt. Zum Schluss markiere ich euch noch zwei weitere Videos. Dort findet ihr auch den Abonnier-Button. Und ich würde dann mal sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wo ist mein Bier?